Bis zu den nächsten Landtagswahlen ist es gar nicht mehr so lange hin. Am 8. Mai steht nämlich die Landtagswahl in Schleswig-Holstein an und eine Woche später, am 15. Mai, steht die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an. Das heißt, innerhalb von einem Monat stehen jetzt also zwei Landtagswahlen an und in diesem Video wollen wir uns mit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen befassen und mal wieder auf den aktuellen Stand der Umfrageergebnisse blicken. Und der ist tatsächlich heute sehr, sehr frisch, der Stand der Dinge. Denn ich habe heute Morgen, also am Morgen des 19. April, nochmal nach Umfrageergebnissen geschaut. Und ja, damit haben wir den Stand von heute Morgen hier, den wir hier sehen können. Drei Umfrageergebnisse sind es, die in diesem Video eine Rolle spielen, nämlich das von INSA vom 17. April, das von Forsa vom 13. April und das von der Wahlkreisprognose vom 9. April. Und wenn wir darauf schauen, wer hat denn die besten Karten, auf Rang 1 zu kommen, dann lautet die Antwort: Die SPD hat die besten Chancen, aber es ist doch sehr ambivalent, was wir hier sehen können an Ergebnissen. Denn vertraut man zum Beispiel der Wahlkreisprognose, dann scheint die SPD schon ungefährdet auf Rang 1 zu liegen. Die SPD hat da 5,5 Prozentpunkte Vorsprung auf die CDU. Vertraut man eher Forsa, dann muss man sagen, ist das Ganze unentschieden und die CDU hat sogar Chancen, Rang 1 zu holen. Und vertraut man auf INSA, dann kann man sagen, liegt die SPD ein Stück weit vorne, aber die CDU ist noch nicht chancenlos, was Rang 1 betrifft. Also es ist ein sehr ambivalentes Bild. Im Schnitt liegt aber die SPD vor der CDU. Und es kann in Nordrhein-Westfalen halt am Ende doch entscheidend werden, wer auf Rang 1 liegen wird. Das muss nicht so sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht unbedingt gering. Und insofern würde es bedeuten, wenn die SPD vor der CDU liegt, dann dürfte eine SPD-Ministerpräsidentschaft nicht mehr viel im Wege stehen. Damit könnte dann Thomas Kutschaty Hendrik Wüst ablösen, der ja aktuell der Ministerpräsident von NRW ist und von der CDU stammt. Und der Hendrik Wüst hat dieses Amt ja auch erst seit dem 27. Oktober 2021, also gar nicht mal so lange. Und Hendrik Wüst ist auch der Spitzenkandidat der CDU, also er möchte das Amt eigentlich auch weiterhin behalten. Aber wir sehen, die SPD hat zumindest, was Rang 1 betrifft, die besseren Karten. Allerdings sind die Werte für die SPD gar nicht mal so berauschend, denn die Werte liegen ja so um das Wahlergebnis von 2017 rum und 2017 hatte man das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen erzielt und ja, laut Forsa und INSA ist es sogar eben aktuell möglich, dass dieses Ergebnis sogar noch mal unterboten wird und damit das historisch schlechteste Ergebnis noch mal eingestellt wird. Also man kann Rang 1 holen, aber womöglich mit einem historisch schlechtesten Ergebnis. Die CDU derweil muss auch mit, oder anders gesagt, die CDU muss mit Verlusten rechnen, anders als die SPD, die ja durchaus auch auf Gewinne noch hoffen kann. Also die CDU muss mit Verlusten rechnen. 27,5 bis 30% ist der Wertebereich, den wir hier sehen können. Das sind alles Werte, die auch klar unterhalb des Ergebnisses von 2017 liegen. Und 2017 hat man das zweitschlechteste Ergebnis in der Geschichte geholt in NRW. Also das wird man einstellen. Ob man dann auch wirklich das schlechteste Ergebnis auch einstellen wird, das sind 26,3% aus dem Jahr 2012, darf aber bezweifelt werden. Es sieht so aus, als würde die CDU einfach ein zweitschlechtestes Ergebnis einfahren. Tja, und jetzt kann man sich natürlich noch die Frage stellen, gibt es irgendetwas, was vielleicht doch noch ein bisschen für die CDU spricht? Ich habe jetzt nicht nach der Beliebtheit geschaut von Kutschaty und Wüst und damals schauen, wie da die Beliebtheitswerte sind. Also natürlich kann die CDU auf so ein Ergebnis wie bei Forsa hoffen, dass es doch noch relativ offen ist. Selbst INSA wäre wohl noch akzeptabel für die CDU, weil der Wahlkreisprognose dagegen sieht schon sehr klar aus, als würde die SPD sehr deutlich vorne liegen. Ja, gibt es irgendetwas, was für die CDU vielleicht noch sprechen kann oder zumindest ihr Hoffnung machen kann? Also es gibt eine Sache, die man anführen kann, denke ich. Das ist die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, die eine Woche vorher stattfinden wird. Da sieht so aus, als würde die CDU eben die Wahl gewinnen und Daniel Günther Ministerpräsident von Schleswig-Holstein bleiben oder zumindest die Chancen sehr hoch oder sehr gut dafür, dass es so kommen wird. Und das könnte die CDU natürlich ein bisschen in Nordrhein-Westfalen fördern. Aber einen so großen Effekt wird das wahrscheinlich dann doch nicht haben. Also wenn der Abstand zur SPD schon relativ groß ist, dann wird auch ein Wahlsieg in Schleswig-Holstein nicht mehr ändern, dass man eine Woche später eine Niederlage einfahren wird. Also die CDU ist momentan in der schlechteren Position. Halten wir das mal einfach so fest. Punkt. Ja, gehen wir mal weiter. Rang 3 geht an die Grünen. Die Spannbreite und Spannweite der Umfrageergebnisse ist allerdings sehr hoch. Von 14 bis 18% sehen wir hier die Werte gehend. Es sind auf jeden Fall sehr große Gewinne im Vergleich zu 2017. Man wird sich als drittstärkste Kraft etablieren und man wird ein historisch bestes Ergebnis einfahren, denn das historisch beste Ergebnis liegt bei 12,1% und stammt aus dem Jahr 2010. Das wird übertroffen werden. Ob es dann sogar deutlich übertroffen werden wird, wie hier bei den 18% oder 17,5%, bleibt dann abzuwarten. Die FDP, die aktuelle Koalitionspartnerin
von der CDU, die kommt hier auf Werte von 7,5 bis 10%. Wir sehen also mehr einstellige als zweistellige Werte. Die FDP muss mit Verlusten rechnen, auch mit klaren Verlusten rechnen im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Und ja, das führt dann auch letzten Endes dazu, die Verluste der FDP und die der CDU, das sage ich an dieser Stelle schon mal, dass Schwarz-Gelb keine Mehrheit mehr hat, wenn jetzt gewählt werden wird. Das sehen wir gleich bei der Sitzverteilungsprognose. Die AfD schafft es auch in den Landtag, so wie es aussieht. 6 bis 7% sehen wir hier. Das sind leichte Verluste im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Die Linke dagegen dürfte draußen bleiben. 2 bis 4% sprechen nicht gerade für die Linke. Und auch die aktuelle Situation der Linken spricht nicht unbedingt für ein Einziehen und alles andere als für ein Einziehen in den Landtag. Und die sonstigen kommen auf 5 bis 6%. Und da ist es nicht bekannt, dass eine der sonstigen Parteien eben nah dran ist an 5%. So, jetzt gucken wir zunächst einmal auf die Veränderungen zur letzten Wahl und wir sehen, dass eigentlich eine Partei die große Siegerin sein wird bei der Landtagswahl. Das ist dann die Grünen, das sind die Grünen besser gesagt. 10,1 Prozentpunkte geht es jetzt laut Schnittwert nach oben und mehr ist noch möglich, je nachdem, welches Umfrageergebnis eben stimmt. Also die Grünen werden sehr viel dazu gewinnen und die größte Gewinnerin sein. Und dann ist die Frage, ob überhaupt noch jemand Gewinne einfahren wird. Die sonstigen haben wir hier noch im positiven Bereich. Die SPD hält das Niveau. Und dann sehen wir bei den Verlierern die AfD minus 1,1 Prozentpunkte, die Linke minus 1,9 Prozentpunkte und dann die beiden Regierungsparteien FDP und CDU, die zusammen 8,3 Prozentpunkte schwächer sind, als sie es bei der letzten Wahl waren. Also Schwarz-Gelb dürfte da eine Niederlage einfahren. So, und jetzt machen wir noch eine Sache, bevor wir zur Sitzverteilungsprognose übergehen und zur Betrachtung der Koalitionsoption. Wir schauen uns mal SPD und CDU zusammen an, denn diese beiden großen Parteien, die steuern zusammengenommen auf ein historisch schlechtes Ergebnis zu. Ihr seht hier nämlich die Stimmenanteile addiert von SPD und CDU bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und ihr seht die 60,1%, die sich aktuell aus dem Schnittwert ergeben würden, beziehungsweise aus den Schnittwerten ergeben würden, die würden einen neuen Tiefstand bedeuten. Schon jetzt sind die 64,2% nach der Wahl 2017 ein historisch schlechtestes Ergebnis. Und ihr seht ja, das ist eingebrochen nach der Wahl 2005, also zur Wahl 2010. Da ist der Stimmenanteil von SPD und CDU deutlich nach unten gegangen und er hat sich seitdem auch nicht mehr erholt. So, jetzt aber zur Sitzverteilungsprognose und zu den Koalitionsoptionen. 181 Sitze gibt es regulär in Nordrhein-Westfalen, 91 braucht man zur absoluten Mehrheit demzufolge. Und ja, schauen wir doch mal auf die Sitze nach den Schnittwerten. Die SPD kommt auf 62 Mandate, die Grünen auf 33, die FDP auf 17, die CDU auf 57 und die AfD kommt auf 12 Sitze. Das Ganze kann man hier oben nochmal sich in Ruhe ansehen. Und wenn wir jetzt auf die Koalitionsoptionen blicken, dann gibt es drei Stück, die hier grün hinterlegt sind. Das sind SPD und Grüne, SPD und CDU und Grüne plus FDP plus CDU. Was man also sagen kann, ist, dass Schwarz-Gelb über keine absolute Mehrheit verfügt und zwar auch klar über keine absolute Mehrheit verfügt. Das heißt, die Zeit für Schwarz-Gelb wird in dieser Form ablaufen. Schwarz-Gelb könnte sich nur mit Grün erweitern und verfügt dann über eine absolute Mehrheit. Aber ob die Grünen das wollen in NRW, das bleibt man mit einem Fragezeichen zu versehen. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie die Grünen sich dazu positionieren, aber ich denke, dass die Grünen doch am liebsten dann mit der SPD regieren wollen in NRW, so wie es auch schon vor der schwarz-gelben Regierung war. Und SPD und Grüne verfügen auch tatsächlich aktuell über eine absolute Mehrheit. Und selbst wenn die SPD nicht stärkste Kraft werden sollte und es würde für Rot-Grün reichen, dann denke ich, wird es am Ende auf Rot-Grün hinauslaufen. Also für die CDU, ja, sieht es demzufolge nicht so gut aus. In dem Bündnis SPD plus CDU wäre sie auch nur der Juniorpartner. Und SPD plus CDU ist aber insgesamt doch eher unwahrscheinlich nach der Wahl, denn die SPD möchte dieses Bündnis eigentlich vermeiden. Klar, sie möchte doch am liebsten mit den Grünen zusammengehen und darauf liebäugelt sie auch. Was übrigens hier die Ampel betrifft, sollte es für Rot-Grün nicht reichen. Ja, die FDP ist da sehr skeptisch, was die Ampel betrifft. Sie führt da vor allen Dingen die Differenzen mit den Grünen an, die diese Koalition doch schwierig machen könnten. Aber ganz ausschließen sollten wir sie trotzdem nicht. Das heißt, halten wir mal fest, aktuell sieht es so aus, die SPD hat die besten Chancen, die Ministerpräsidentschaft zu übernehmen. Sie hat sogar auch die besten Chancen, Rang 1 zu holen in NRW bei der Landtagswahl. Und es sieht momentan nach Rot-Grün aus. Allerdings hat das Bündnis noch nicht so eine satte absolute Mehrheit, dass es schon ganz klar ist, dass es darauf hinauslaufen wird. Aber die Chancen stehen tatsächlich sehr gut für Rot-Grün.